herrliche Wind. So wie das aussieht, gibt's heute noch ein Unwetter. Das habe ich im Gefühl. Das sieht ja noch schlimmer aus als auf dem Foto. Immerhin ist das Zimmer sicherlich leer so heruntergekommen, wie das aussieht. Wie soll ich denn da hochkommen? Ich kann es über die Feuerleiter versuchen. Oh, Emily, was hast du mir da nur eingebrockt mit der Kette? Nur ein Rabe. Puh, hoffentlich haben die mich nicht schon wieder gefunden. Endlich noch ein kleines Stückchen. Mist, der verdammte Rock. Moment mal. Musik? Wasserrauschen? Oh, shit. Das Zimmer sollte doch leer sein. Jetzt geht's mir besser. Hm?
doch im Zimmer liegen lassen. Verdammt. Nein, 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 nein. Nicht die Kette. Ich am Arsch. Jetzt geht's mir besser. Komisch. Hatte ich die nicht geschlossen? Habe ich aber ganz sicher nicht stecken gelassen. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Ist halt etwa jemand eingebrochen? Ach, du Heilige! Das schwarze Herz! Wie kann das? Wie kommt das? Der Stein ist doch mit dem Mädchen verschwunden. Kein Zweifel, das ist der Stein. Ich muss das sofort melden. Wer weiß, es gibt bestimmt einen ordentlichen Finderlohn. Aber in dem Zimmer lag doch genau derselbe rote Schal. Wenn das der Kerl aus dem Zimmer ist, dann ist das meine Chance. Melden? Das Ding ist schließlich Millionen wert. Aber überall steht doch, dass das Mädchen auf der Flucht ist. Wie kommt die Kette? Haben Sie dieses Mädchen gesehen? Ungefähr 1,70 Meter hoch. Sie es uns wissen, wenn Sie sie sehen sollten. Schönen Tag noch. Dann müssen das die Gestalten sein, die Sie verfolgen. Wenn das wahr ist, dann kann ich das unmöglich melden. Ich muss sie ihr zurückgeben. Wenn ich nur wüsste, wo. Natürlich! Also gut, wo habe ich sie verloren?
Aber hier muss es gewesen sein. Dann muss er sie gefunden haben. Natürlich. Was soll ich nur tun? Warum nur hat dieser Typ diese ganzen Sachen über mich? Wer zum Teufel ist der Kerl? Zeitungsartikel, Fahndungsfoto. Hoffentlich bin ich ihm nicht direkt in die Falle gelaufen. Ich verstehe das alles nicht. Oh Mann. Du bist ihre Tochter, nicht wahr? Die aus den Berichten. Ich will keinen Ärger machen. Glaub mir. Ich suche nur etwas, was mir gehört. Du meinst das hier? Dankeschön. Du weißt also wahrscheinlich auch, wer ich bin. Du wirst vermisst. Alle wissen, wer du und der Klunker da sind. Gehörst du auch zu diesen Männern, die hinter der Kette her sind? Oh, nein, nein. Aber ich weiß, dass sie dich verfolgen. Was? Woher weißt du das denn? Hast du mich verraten? Hast du ihn? Nein, aber die sind auf der Suche nach dir. Befragen die Gäste. Ich habe ihnen nichts von der Kette erzählt. Aber es kann nicht mehr lange dauern, bis sie von selbst draufkommen. Die verfolgen mich die ganze Zeit schon. Wenn die mich in die Finger kriegen. Das glaube ich dir aufs Wort. Deswegen kann ich hier nicht länger bleiben. Das habe ich mir schon gedacht. Sie muss dir wirklich viel bedeuten, wenn du nur wegen ihr zurückgekommen bist und riskiert hast, dass sie dich finden. Sie ist alles, was mir noch von ihr geblieben ist. Und was willst du jetzt tun? Erstmal muss ich von hier weg. Du hast sicher kein Auto. Ja, ich kann mir eins knacken, im Notfall. Bis hierher bin ich auch alleine durchgekommen. Warte, was zur Hölle soll das werden? Alleine schaffst du das niemals. Oh nein, 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 auf keinen Fall. Was glaubst du, was du hier machst? Auschecken. Oh nein. So bist du also reingekommen. Über die Feuerleiter. Selbst wenn du mir helfen wollen würdest, was könntest du schon tun? Kannst du die Männer aufhalten? Ich glaub nicht. Was hattest du denn in diesem Hotel gesucht? Wo du doch weißt, dass sich diese Typen verfolgen. Das ist eine lange Geschichte. Das hier sollte eigentlich nur ein sicheres Versteck für eine Nacht sein. Eigentlich hätte dieses Zimmer leer sein sollen. Ja, wäre es auch gewesen. Deswegen war es auch das Billigste, das ich so schnell noch bekommen konnte. Tatsache ist aber, dass es offensichtlich kein sicheres Versteck für eine Nacht werden wird, oder? Wahnsinnig nett, dass du mir jetzt helfen willst, aber ich kenne
soll dein Name? Ich komme sehr gut alleine zurecht. Und was machst du, wenn sie dort unten schon auf dich warten? Wie kommst du dann alleine zurecht? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Auf dem Parkplatz hinterm Hotel steht mein Auto. Damit bringen wir dich von hier weg. Diese ganzen Artikel über meine Mutter. Was hast du damit zu tun? Ah, meine Sachen hast du also auch schon durchsucht, ja? Also, wenn ich in ein eigentlich leeres Zimmer steige und dann Papiere über mich selber finde und über meine Familie, entschuldige, aber ja, dann habe ich das durchsucht. Dann hast du bestimmt auch gelesen, dass ich Gerichtsmedizin studiere und das alles Teil einer praktischen Aufgabe ist. Dein Fall hat ja ziemlich viel Aufmerksamkeit durch die Medien bekommen. Verstehe. Ich sag's dir nochmal. Ich steck mit denen nicht unter ein... Shit! Sei doch leiser! Tut mir leid, ich wäre fast abgestürzt. Nun, wie stellst du dir das jetzt vor? Ich habe da mal ein Buch gelesen. Dante Alighieri. Sagt er dir was? Nein, was soll er? Egal, war ein großer Dichter. Der hat jedenfalls mal geschrieben, wer eine Not erblickt und wartet, bis er um Hilfe gebeten wird, ist ebenso schlecht, als ob er sie verweigert hätte. Oder so ähnlich zumindest. Ob du es glaubst oder nicht, die letzten Monate waren für mich auch nicht einfach. Hab auch einen Menschen verloren, der mir viel bedeutet hat und... Und alleine schaffst du das niemals. Das hier ist aber kein Abenteuer. Nein, aber ich weiß, dass es gleich einmal mehr sein wird, wenn du meine Hilfe jetzt nicht annimmst. Vertrau mir einfach. Gib mir zumindest eine Chance. Luise. Mein Name ist Luise. Ich bin Steve. Tja. Und was jetzt? Hier geht's lang. Gleich hinterm Hotel.